Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, es gibt ein Update zum Zimmerprojekt und zwar ein richtig großes sogar. Ja, ich habe inzwischen hat sich so viel getan, dass ich angefangen habe mitzuschreiben. Oh, das heißt, nein, ich könnte eigentlich so ein nettes Ding dran machen. Ja, egal. Für den Moment. Ja, also jetzt muss ich gerade ganz kurz klutschen. Ja, am 1. April, also wirklich kein April-Scherz, sondern ist wirklich so passiert, hat meine Oma dann tatsächlich einen Anruf. Also, nee, es war noch am letzten Tag vom Monat vor dem April. Das müsste März sein. Ja, hat sie einen Anruf bekommen und der Kerl würde die Sauna abbauen. Und zwar am April, am 1. April. Also ich war, und dann waren meine Oma und meine Mama so voll so, wow, und überhaupt und sowieso. Und ich war so, ja, toll. Der hat gesagt, er baut es noch innerhalb vom März ab. Und 1. April ist nicht mehr März. Naja. Also so sind halt dann die Leute unterschiedlich. Ich fand es dann so, und die beiden waren dann halt total begeistert. Ja. Blöd war, also er hat es dann innerhalb von einem halben Tag abgebaut. Also er war dann wirklich schnell. Entschuldigt, ich muss ein bisschen was trinken. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts getrunken. Stimmt gar nicht. Ich habe eine Tasse, einen Becher mit Saft und ein bisschen Limonade drin getrunken. Aber ich habe halt noch nicht so viel flüssigen Tee oder so getrunken, was bei mir irgendwie besser funktioniert. Naja, auf jeden Fall, ja, wo war ich gerade? Ja. Er hat dann abgebaut und hat dann auch alles soweit und so. Und dann war die Sauna weg. Und er hat alles genommen, was zur Sauna gehört, hat was nicht zur Sauna gehört, aber auch da gelassen. Also, ja, da gibt es noch so eine Wand, eine vertäfelte. Und da, ja. Ja, auf jeden Fall, Gott sehe ich aus, als hätte ich Augenringe, war es dann so, dass er das alles abgebaut hatte. Und dann, ja. Es war nicht das, was wir erhofft hatten. Es war aber auch nicht das, was wir befürchtet hatten. Also, das Ding ist, mein Opa hat ja das Haus selbst gebaut mit seinen Händen und alles. Und dann war es wohl so, dass die Sauna eingebaut wurde, noch bevor eine Wand reingebaut wurde. Weil mein Opa wahrscheinlich davon ausgegangen ist, naja, die Sauna bleibt da ja bis in alle Ewigkeit, also brauche ich da ja keine Wand bauen. Und das hieß, dass all die Röhren und alles offen da standen. Und ja, es war dann halt so semi. Ja, und dann haben aber die Handwerker, waren ja zum Glück eh schon im Haus, was ich erzählt hatte, und die haben dann auch gleich also keine richtige Wand, sondern halt mit Styroporplatten und allem, haben sie es wieder zugemacht und ja, jetzt ist es zu. Jetzt ist es also wirklich zu. Ja, was kann ich noch erzählen? Ja, ich kann euch noch weiteres erzählen, aber das erzähle ich euch dann in einem zweiten Video tatsächlich, weil das ist dann schon, dann geht es jetzt tatsächlich schon wieder um Feinheiten und so. Und jetzt seid ihr im Groben auf dem neuesten Stand. Ja, also auf jeden Fall, im Moment Stand jetzt haben wir das Glück, also dass die Wand endlich wieder zu ist. Gut, das war eigentlich alles soweit, was ich euch dazu erzählen kann. Also die Sauna ist jetzt draußen. Es heißt, das Projekt hat jetzt offiziell wirklich angefangen. Jetzt ist es nicht mehr nur theoretisches Anfangen und so und wann können wir dann und sondern jetzt sind wir wirklich im Anfangsprozess. Und was sich da bis jetzt so alles getan hat, das erzähle ich euch jetzt über den ganzen Monat, weil das ist einfach. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch Updates-Videos dazwischen geben, weil sich jetzt in der nächsten Zeit so viel tun wird. Und also ich denke, es wird sich so viel und auch irgendwie so wenig tun. Also ja, weniger als ich hoffe, mehr als ich denke. Gut, dann erzähle ich euch dann später weiter und ja, wir sehen uns bei mir.
bei mir auf dem Kanal, bei meinem nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder ob ihr das auch schon mal hattet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Tschüss.